Schau an. Was haben wir denn da? Oh. Den guten Baron wird's bestimmt nicht auffallen, wenn hier so ein paar Sachen fehlen. Räuchermittel und ein alter Schlüssel. Ich frage mich, was er öffnet. Ein Goldring. Anis, Sandelholz und noch etwas. Safran? Was haben wir denn da? Ein Brief an Tamara. Ja, dann müssen wir den jetzt natürlich auch wieder lesen, weil sonst geht das ja nicht. Wo ist denn der? Hier. Brief an Tamara. Brief an Tamara. Nein? Ist der hier? Da. Trotzdem kein Hinweis. Was ist das? Ah. Okay, aber ich schaue mich trotzdem nochmal hier noch um. Noch eine Kiste. Eine Puppe. Und Naschwerk. Was ist denn das? Nicht das. Das? Herrgott, nochmal! Untersuch endlich diese Puppe. Ganz schön hässlich, die Puppe. Das ist eine, in die man Nadeln steckt, um jemandem weh zu tun. Was? Voodoo? Das ist echt komisch. Was hat Voodoo damit zu tun? Der Duft führt mich hier raus. Nach unten. Aber ich durchsuche mal noch die anderen. Was haben wir denn hier? Das ist das Schlafgemach. Ah, Draht können wir mitnehmen. Was ist denn das? Hä? Warum ist das? Ein Kerzenleuchter aus Holz. Der Schaft ist gebrochen. Ein Kerzenleuchter aus Holz und der Schaft ist gebrochen? Auch entweder ist das Wein oder Blut auf dem Boden. Moment. Was ist das? Die Wand sieht anders aus. Hier hing etwas. Das Bild? Die Größe stimmt. Eine Karte? Ein Bild? Das Bild? Ah, ja. Der Baron und seine Frau. Sie sehen glücklich aus. Was ist das? Ah, wer wohl das Loch verborgen hat? Und was auf der anderen Seite ist? Und das hat der Baron nicht bemerkt. Schau an. Schauen wir uns noch hier kurz um. Der Baron hat bestimmt noch ein paar Perlen und Goldringe. Alles mitnehmen. Alles mitnehmen. Oh, was ist das? Schnittblumen. Er erwartet sie jederzeit zurück. Oder hofft es. Hat er sie einfach da aufgestellt? Was ist das? Vielleicht greife ich doch halt mal da rein. Das ist dieser Schrank. Das Loch ist im Schrank gewesen? Es wird interessant. Das Holzstück sieht aus wie der Schaft eines Kerzenleuchters. Das ist kein Zufall. Hier könnte der Kampf stattgefunden haben. Ich muss nach Hinweisen suchen. Okay. Kratzspuren an diesem Balken. Tiefe Kerben. Geschlagen mit einem schweren Gegenstand. Aber was für ein Gegenstand? Ich wusste, dass das Blut auf dem Boden ist. Der Rest des Leuchters. Und Weinflecken. Jemand hat eine Flasche zerschlagen. Aus Toussaint. Ja, Hervelus. Der Geruch ist noch da. Bin gespannt, wo er mich hinführt. Okay.
Jetzt folgen wir noch dem Geruch. Halt, da nehmen wir noch kurz den Draht mit. Hä? Ich habe vorher schon Draht mitgenommen. So wie es aussieht, führt er mich nach unten. Mist, hier ist Schluss mit der Spur. Vielleicht finde ich was anderes. Eine lose Diele. Was ist das, ein Talisman? Fichtenholz. Riecht nach Wacholderweihrauch. Wohl ein volkstümlicher Schutztalisman. Die Frage ist, wogegen soll der schützen? Mehr werde ich hier wohl nicht finden. Dann schwätzen wir mal mit dem Baron, dass wir ein paar Indizien haben. Raratonga. Na, Suche beendet? Ich habe eine Puppe gefunden. Ich habe in Tamaras Zimmer eine Puppe gefunden. Was kannst du mir darüber erzählen? Hä? Was kann denn an einer Puppe so interessant sein, Hexer? Sie wurde vielleicht für schwarze Magie benutzt. Wo hat Tamara sie her? Schwarze Magie? Bist du noch zu retten? Die hab ich gemacht. Wir waren in Vysima, als Tamara 4, 5 Winter zählte. Da sah sie die Zauberin Triss Merigold und wollte unbedingt eine Puppe haben, die genauso aussieht wie sie. Solche Sachen konnte ich mir damals nicht leisten, also habe ich ihr selber eine gemacht. Triss? Die Ähnlichkeit ist erstaunlich. Ich meine, Triss sähe anders aus. Er hat ja auch so vorher gesagt, es ist ziemlich hässlich, die Puppe. Das? Triss? Also, ein großer Kunsthandwerker bist du nicht, oder? Probier du doch mal, wie gut du mit Holz und Stoffhetzen ein Frauenabbild hinkriegst. Kann ich gerne machen. Jemand hat Wein auf dem Absatz verschüttet. Es war doch kein Blut, es war Wein. Meine erste Kombination war richtig. Der ganze Treppenabsatz riecht nach Wein. Was kannst du mir darüber sagen? Muss einer der Jungs gewesen sein. Alles Säufer. Du gibst deinen Männern Erbelüs? Oh verdammt, ich kann ihn auch selbst verschüttet haben. Ich hab dir doch gesagt, dass ich in der Nacht voll war. Welche Rolle spielt's? In der Burg riecht es doch überall nach Wein. Okay, in dem Zimmer sind Kampfspuren. Ich habe Kampfspuren gefunden. Weißt du etwas darüber? Kampfspuren? Wovon redest du? Jemand ist angegriffen worden. Vermutlich deine Frau oder deine Tochter. Die Person hat versucht, sich mit einem Kerzenleuchter zu verteidigen. Hat ein Loch in die Wand geschlagen. Gekämpft wurde auch. Davon weiß ich nichts. In der Nacht war ich betrunken. Ich weiß nichts mehr. Als ich aufwachte, waren sie fort. Ihr wart ja nicht alleine in der Burg. Hat einer deiner Männer was gehört? 3-mal habe ich diese Hundesöhne gefragt, ob sie was gehört oder gesehen haben. Aber nichts. Keiner von ihnen. Weißt du etwas über dieses Amulett? Kennst du dieses Amulett? Ja. Anna trug es seit einiger Zeit. Weißt du, woher sie es hatte? Nein. Gibt es Hexen oder weise Frauen in der Gegend? Einen Weideler in der Nähe von Schwarzzweig und eine weise Frau in Mittelhain. Aber über die weiß ich nicht viel. Sie wohnt noch nicht lange dort. Hätte Anna so jemanden gebraucht, wäre sie zum Weideler gegangen und nicht zu der Frau. Bei Fremden war sie vorsichtig. Okay, dann muss ich zu dem Weideler und mit ihm reden. Ich sollte mit diesem Weideler reden. Sei gewarnt, er ist schwierig. Angeblich hat er seinen Vater als Kind mit einer Axt erschlagen und ist dann verrückt geworden. Jetzt soll er Geister sehen und seine Ziege vögeln. Seine Hobbys interessieren mich nicht. Ich will ihn nach dem Amulett fragen. Gut. Wir haben einen Anhaltspunkt. Der Weideler. Dann finden wir mal die Hütte. Die ist aber ganz schön weit weg. Okay, so wie es aussieht, können wir jetzt hier überall rumlaufen. Aber hier im Zimmer des Barons gibt es nichts zu holen. Versuchen wir mal nach unten zu kommen. Hol den Sonderling raus! Ich glaube, der Sonderling schläft. Na und? Also musst du jetzt gehen und ihn wecken! Was für ein Sonderling denn? Oh, I
Chemiepulver. Ich guck mich mal hier noch ein bisschen um, ne? Hier gibt's einiges zu holen. Es wäre blöd, das Zeug hier zu lassen, weil ich brauche ja das Zeug. Zwergenschnaps brauche ich alles, um Alchemietränke herzustellen. Okay. Ah, schau an. Abgeschlossen. Es benötigt einen Schlüssel. War ja klar. Junge, 15 Wasser schon. So kann es weitergehen. Hier gibt es ja überall Zeug. Aber Moment mal. Der Duft führt mich nach unten. Ich kann ja auch nochmal dieser Duftwolke folgen. Hier rein also? Ja. Alles mitnehmen. Becher, Wasser, alles. Her damit. Kräftig am Klauen hier. Hier war also der... Hier hat also der Schlüssel gepasst. Ich verstehe. Zwergenschnaps. Wie gut, dass man unendlich tragen kann. Wenn das nicht gehen würde, würde ich durchdrehen. Was ist denn das? Moment mal. Ein Altar. Das ewige Feuer hat also auch Velen erreicht. Ein Altar? Ein Gebet. Okay. Lesen wir das Gebet. Was ist der Talisman? Da ist das Gebet. Ewiges Feuer, dass du unsere Herzen erleuchtest und dann... Gib Mutter Gesundheit, bestrafe meinen Vater, hilf mir, mein Schicksal zu erfüllen. What? Moment mal. Das ist aber komisch. Bestrafe meinen Vater? Das hört sich aber nicht nach einer glücklichen Tochter an. Naja. Muss irgendwie wieder hier raus. Ich weiß noch nicht wie. Na, vielleicht hier entlang. Na, schmeckt die Pfeife? Ihr Pfeifen. Gut. So. Auf geht's zum Weiterlass. Oh, schau an, hier können wir auch nochmal unser Schwert schleifen. Zack. Dann gibt's hier auch noch einen Schmied. Womit habe ich nur verdient, dass du mir verarschst? Warum brennst du das durch? Das wird ein neues Modell. Aus zwei Teilen. Es ist nur schon wieder in dich gefahren. Wart doch mal ab. Ich brauche sie nur mit Nieten zu verbinden und lose zu klammern. Dann können sich die Teile frei bewegen. Ah ja. Wie kann ich helfen? Ja, zeig mir deine Waren. Wie wär's damit? Ich suche jemanden, der mir eine Rüstung fertigt. In bester Qualität. Nun, ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Ich beherrsche das Handwerk, wenn ich so sagen darf. Das würdest du gerne. Hör nicht auf sie. Sie ist in letzter Zeit sehr griesgrämig, faucht bei jeder Gelegenheit. Um was für eine Rüstung handelt es sich denn? Leicht, aber stabil. Sie darf die Bewegung nicht einschränken. Und ich muss sie ohne fremde Hilfe anlegen können. Ist das alles? Soll sie sich nicht auch noch selbst reinigen oder nach dem Scheißen den Arsch abwischen? ginge das denn? Nein, natürlich nicht. Stabil und leicht reicht völlig. Bequem, stabil und leicht reicht mir völlig. Du musst eines über Rüstungen wissen. Wenn sie was aushalten soll, kann sie nicht leicht sein. Kann sie schon. Man braucht nur das richtige Werkzeug dafür.
Werkzeug, wie es die Leute vom Clan Tordaroch auf Undvik benutzten. Joanna, ich hab dir doch gesagt, dass du still sein sollst, wenn ich mit Kunden rede. Du sollst die Leute nicht mit deinen skelligen Legenden behelligen. Das ist keine Legende. Mein Großvater hatte sich eine Rüstung auf Undvik machen lassen, denn der Clan Tordaroch fertigte die besten Rüstungen. Jedenfalls bis vor einem Jahr, bevor der Riese die Insel verwüstete. Die Bewohner sind geflohen oder gestorben, die Schmiede könnte aber noch stehen. Klingt interessant. Wenn ich das Werkzeug finde, würdest du mir dann die Rüstung anfertigen? Unter der Bedingung, dass du das Werkzeug bringst. Nur dann. Okay, cool. Wisst ihr, wo die Schmiede ist? Erwähnen diese Legenden auch, wo sich die Schmiede befindet? Ja, auf der Nordseite der Insel. Der Clan hat eine Felswand ausgehöhlt, um sie zu bauen. Alles klar. Dann besorgen wir mal das Werkzeug. Ich suche das Werkzeug, wenn ich das nächste Mal in Skellige bin. Lebt wohl. Okay, wir haben eine Quest, aber in Skelligen und nicht in Velen. Ah, da müssen wir dann wohl abwarten, bis wir in Skelligen sind. Schau an, der Baron hat auch noch hier ein paar Aufträge. Mal gucken. Was hat er denn hier? Kreisschlingen. Ah ja. Faustkämpfe. Mhm. Pferderennen. Neue Spieler für Quint. Bekanntmachung und Dachreparaturen. Ah ja, sehr schön. Neue Orte. Fliegende Fäuste. Gehen wir mal ganz kurz gucken, die Quests. Quests. Hier. Nächste Quests. Haben wir eigentlich, wir sind nicht gestiegen, ne? Wir haben keine Punkte oder so. Nö, absolut nicht. Was ist das? Ah, schau an. Aber wir können nur eine nehmen. Schade. Okay. Ja. Ich wollte jetzt eigentlich hier Quests. So, was haben wir jetzt da? Nebenaufgaben, Nebenquests. Verteidigung des Glaubens. Fliegende Fäuste, muss man Stufe 11 sein. Einladung zu Keira Metz, Rennen am Krähenfels, Ciris Zimmer, ah ja, und das ist, boha, Stufe 24, okay, dafür hat es dann noch später Zeit. Rennen am Krähenfels, Plötze, wo bist du? Ach, da bist du ja, komm. Geschwind! Jetzt finden wir erstmal heraus. Zum Teufel. Ja, okay. Wir müssen die Pferde tränken. Aber mein Pferd nicht. Meins muss jetzt reiten. Haben die Leute nichts gegen deine weiße Visage? Eigentlich nicht. Sie haben eher Angst. So. Auf geht's! Dann reiten wir geschwind. Wie der Wind. Und zwar müssen wir jetzt zu der Hütte. Um herauszufinden, was da passiert ist. Hä, was? Was machen die denn da? Schneller! Was treibt ihr denn da am frühen Morgen? Na? Alles klar? Können wir reden? Ja, solange du dich kurz fasst. Ich plappere nicht zum Spaß. Ich heiße Radko und richte hier die Pferderennen aus. Davon musst du gehört haben. Willst du mitmachen? Sag Bescheid. Willst du nicht? Schieb ab. Ein Pferderennen, bevor wir weiterrennen. Ja, wenn wir gerade hier sind, dann können wir ja schon mal machen. Das würde mir ein paar Kronen bringen. Auf, trag mich ein. Das ist nicht nötig, solange du bei Sonnenuntergang hier bist und Gold zum Wetten dabei hast. Ah, da bist du ja endlich. Die Regeln sind ganz einfach. Such dir aus, gegen wen du antreten willst, mach deinen Einsatz, reite nach Schwarzzweig und zurück.
Der Erste ist der Sieger, der Zweite ein verfickter Niemand. Kapiert? Gegen wen soll's gehen? Stotter Matko, Hans Eisenarsch oder den schwarzen Bogdan? Ich nehm den Eisenarsch mir vor. 25. 35. Auf geht's. Mal sehen, wie sich dieser Eisenarsch schlägt. Los, Hans. Ich habe mein halbes Leben auf dem Pferderücken verbracht. Die andere Hälfte auf Ponyrücken. Du kannst mich nicht schlagen. Los, setzen wir und dann auf zum Rennen. Alles klar. Aufsetzen. 4, 3, 2, 1 und los. Los, Plätze. Jawoll. Schneller Plätze. Wir müssen jetzt erstmal ein bisschen Abstand gewinnen. Schneller, schneller. Los, Plätze. Schon gehört? Sie haben Margarine. Scheiße. Scheiße, scheiße, schneller. Er überholt uns nicht. Nein. Du blödes Pferd. Verdammt. Verdammt, wieso hat das nicht geklappt? Egal. Sein Pferd gibt auf. Platz, los! Los! Gut gemacht! Jawoll! Schneller, Basti, schneller! Du kriegst einen reifen Apfel, wenn das hier vorbei ist. Ja, deinen Apfel kannst du dir in deinen Eisenarsch stecken. Ich hab gewonnen! Langsam. Wolltest wohl eine Abkürzung nehmen, Klugscheißer? Wir erkennen Kacke dieser Art nicht an. Strecke verlassen, Gold weg. Du musst es zurückgewinnen, wenn du es wiedersehen willst. Bei einem ehrlichen Rennen. Was? Also schön, wer will noch teilnehmen? Was? Die Schweine. Ich hab doch nicht mein... ich bin nur kurz... Ach, schneller. Egal. Das nächste Mal gewinne ich. Das war ja unfair. Ich hab gewonnen. Ich hab doch nicht die Strecke verlassen. Naja. Wo ist denn jetzt diese Hütte? 100 Fuß noch. 200 Fuß. Na, auf Plätze. Wir müssen uns einen besseren Sattel organisieren, das ist eins, was sicher ist. So wie es aussieht, müssen wir hier durch den Wald plötzlich. Über die Berge. Bleib hier. Ich schaue mir das mal alles an. Da ist es also. Was ist denn da los? Hey Leute! Was willst du? Mit dem Weideler reden. Zu spät! Wir sind zuerst dran. Das wird ein langes Gespräch. Oh nein, ich bezahle euch, wenn ihr geht. Ach, erfordert Täuschungsstufe 2, ich muss echt unbedingt. Haut ab oder sterbt. Was wollt ihr von dem Weideler? Was wollt ihr von ihm? Ihm geben, was er verdient. Und das wäre? Er hat geweissagt, dass irgendetwas Böses in Edriks Gedärmen nistet und Edrik haufenweise Vogelbeeren essen lassen. Seitdem kommt Edrik nicht mehr vom Topf. Und er hat lauter harte Pusteln gekriegt. Hört mal zu. Ihr geht und ich heile Hendrik. Oder Erdrik. Ich brauche den Weideler aber lebendig. Wenn ihr ihn in Ruhe lasst, sage ich euch, wie ihr Edrik helfen könnt. Tja, nun, also... Ja oder nein? Na gut, lass hören. Tee aus Königskerzenblättern für den Bauch. Seine Pusteln bedeckt er mit Malven. In ein paar Tagen ist er wieder ganz der Alte. Alles klar. Aber wenn's nicht klappt, kommen wir wieder. Verschwinden wir, Jungs. Gut.
Eine einfache Lösung ist immer die beste. Mal sehen, was das für einer ist, der Edrix Freunde so aufgebracht hat. Dann besuchen wir ihn mal.